viele sind ja nicht zufrieden mit dem aktuellen Trainer, mit Emir. Es gibt viele Fans, die sagen, mit einem Trainer wie zum Beispiel dir früher oder mit, wie heißt er nochmal, der jetzt bei Kiel Trainer ist, der Gislason, wäre der VfL in der aktuellen Saison viel weiter. Das ist eine gemeine Frage, aber was denkst du darüber? Ein anderer Trainer? Ich werde so sagen, einfach in jedem Fall, hier ist eine Politik. Und diese Politik einfach geht einfach alles zusammen. Das geht von diesen Leuten, welche führen, von diesen Leuten, welche auch wirken, einfach auch im Spielfeld. Von Entscheidung von welcher Mannschaft ist, von wahrscheinlich von auch viele noch Faktoren, welche einfach bilden eine Politik. Politik ist einfach, wir haben nicht Geld und wir spielen einfach kleine Rolle. Und wichtig ist, wir gehen nicht einfach in zweite Liga. Ich meine, ich bin ein Trainer, welcher sage Gummersbach. Am Ende, ich bin auch in anderen Vereinen gleich, aber für Gummersbach jetzt ich spreche. Gummersbach ist ein Verein, welcher ist nicht gleich wie Ballingen. Auch nicht wie Wetzlar, auch nicht wie Hannover, Burdorf. Das ist ein traditioneller Verein. Und dieser Verein sollte immer diese Image einfach vertreten. Ich glaube, die Zuschauer möchten lieber gucken, einfach Europacup-Spiele. Reisen auch nach Spanien, Dänemark, Frankreich oder so wie früher. Weil Gummersbach-Name anspricht einfach solche Wünsche und solche Einsprüche. Gummersbach sollte immer, weil heute in Bundesliga, du musst sein Sechster oder Siebter und du bist in Europa. Gummersbach sollte immer streben, einfach einen Platz in Europa. Weil dieser Name ist so. Ein Schalke oder ein Bayern München, ein Bayer Leverkusen oder Dortmund einfach, die auch, wenn die haben einmal eine Krise, irgendwelche, die trotzdem sportlich visieren einfach hohe Ziele. Und ich glaube, wenn du visierst einfach nicht hohe Ziele, schon, Probleme sind da. Die haben eine fantastische Halle gemacht, die haben einfach Zuschauer hier in der Halle, die haben einfach Voraussetzungen viel bessere als früher. Aber einfach, wenn du hast nicht, alle, wir sind hier oder wir waren hier wegen Handball, wegen Spieler, wegen Resultat, wegen Mannschaft. Und dort in diesem Spielfeld entscheidet sich einfach über Name und so weiter. Kannst du nicht zufrieden sein mit einfach nur nicht Abstieg oder so. Und lieg nicht einfach als Trainer. Trainer macht von sich wahrscheinlich alles, von sich selbst alles am besten. Nur lieg an der ganze Politik. Aber jetzt, klar ist dann ein erfahrener Trainer, beispielsweise heute, in heutigen Spiel. Man war ein Spiel gegen einen Gegner, welcher war auch nicht motiviert. Ein Gegner, welcher einfach gar keine Lust gehabt, einfach zu spielen. Ich habe gesehen in Bank einfach viele Spieler sind unzufrieden mit auch, weil die spielen nicht. Viele sind, wie habe ich gesagt, Markovic, Georgic, Toft Hansen, die spielen gar nicht im Spielfeld. Mae ist gekommen sporadisch und da die Fall war zurückgehalten. Einfach gegen einen solchen Gegner. Canelas hat auch heute nicht gespielt oder nicht viel. Gegen eine solche Mannschaft, du musst aggressiv spielen. Wie haben wir gewonnen gegen diese da? Mit einer 3-3 offensive Deckung. Wieso? Das ist nicht jetzt von, weil der Trainer ist intelligent. Weil diese Spieler einfach provozieren, dann jetzt Hamburg muss laufen und die sind müde. Dann eine Star wie Pascal Hens bekommt Schläge und so, aber er ist müde, er will nicht bekommen das da. Das heißt, du musst spielen anderes hier wieder. Auch mit dieser Mannschaft, auch mit einfach diese Bedingungen, du hast nicht viel Geld und so. Geht nicht um Geld. Geht um einfach Motivation, geht um einfach Ziele, sportliche Ziele. Wieso eine Gummersbach jetzt auch kann nicht haben einfach sportliche Ziele, sechster oder siebter Platz geben? Ich sage, wieso? Wieso? Ich sage, ein Spieler wie Putic, ein Spieler wie Larsson, ein Spieler wie Schindler, ein Spieler wie Bult, ein Spieler wie Kopcho, ein Spieler wie André Larsson, ein Spieler wie Lützeberger, ein Spieler wie Santos, ein Spieler wie Gorgula, ein Spieler wie Ristowski bis jetzt oder jetzt mit Lichtenstein. Das ist eine Mannschaft, welche kann spielen das da? Bitte schön. Und das kommen wir in eine andere Phase. Aber also so ist es. Unterm Strich, dein Fazit ist, der VfL sollte einfach größer denken auch. Also jetzt, aber klar, er muss groß denken und ändern seine Gedenke und so. Ne? Er muss einmal orientiert sein, einfach mit Erfolg, auch mit kleinerem Budget. Geht nicht um großes Budget. Du kannst holen, hier damals, wann ich war angeboten, weil ich kenne ihn sehr gut, war angeboten einfach ein junger Spieler von Tunis.
wo ich habe trainiert. Gratis, dann er kam in unsere Akademie. Er war schon Nationalspieler, Junior, weil war mit mir dort. Jetzt er ist Seniorspieler. Jetzt er ist in Kiel, weil jaloux. Und die überlegen sich, wenn heute er spielt, er werde, heute hat Schröder super gespielt, weil er hat 11 Tore gemacht. Aber ein jaloux, das ist einfach, das ist eine, wäre in den ersten 10 Minuten einfach Liebling von ganzen Zuschauern hier, weil er hat Freude für Handball, er hat Energie, er hat einfach körperliche Voraussetzungen, Laufe, Springe, Schutt machen, Lache und so weiter. Und ich glaube dann, Gummersbach sollte haben einfach solche Spieler, Junge, aber auch nicht vergessen, auch Spieler einfach, er muss haben auch eine Spieler einfach, welche im Spielfeld, welche ist einfach herausragende Spieler. Eine internationale Ebene, Duvnjak, Narzis oder jemand solche. Ich spreche nicht einfach jetzt welche, aber ich spreche eine, wo kann man sich identifizieren, diese jungen Leute laufen hinter Autogramm und so. Wie war früher einfach mit Spielern, auch wir, Adifal oder aber jetzt in jüngere Vergangenheit, Adifal oder Kanten Mae. Aber auch andere einfach, ich werde nicht sagen jetzt Silagi oder Gunnarsson oder Ilic oder Vukovic, ne, und so weiter. Aber sollte sein und ohne das, da geht nicht. Nicht mit nur Junge, nicht mit nur in der Akademie und so einfach. Das ist nur Cha-Cha-Cha, bla bla bla. Man muss haben eine Mannschaft und auch mit wenig Geld. Man muss wissen, komponieren diese Mannschaft. Und wann komponiert diese Mannschaft? Diese Mannschaft muss haben Lust und einfach Ansprüche auch. Und diese führende Leute müssen sagen, unser Ziel ist so, auch mit weniger Geld. Einfach meine ich dann, hier sind sehr bescheiden, sportlich und die sind sehr einfach okkupiert und nur mit Halle und mit irgendwas. Und die vergessen einfach Spielfeld. Und Handball ist vor allem Spielfeld und Spieler, das ist das da. Und wir sind alle hier. Von Vorstand, Vorsitzende vor Vorstand, von Manager, Trainer, alle sind wegen Handball hier. Und Zuschauer möchten einfach eine bessere Handball. Ich glaube, das sind super letzte Worte. Wir danken Seat für die offenen und ehrlichen Worte. Christian Sasse für TV News on Tour.de. Danke.